Ja, wir sind eine Wuppertaler Band, die aus 10 Musikern besteht. Wir machen, man könnte es in den Kontext der Weltmusik einordnen am ehesten. Und ja, es ist ein Sammelsurium aus ganz vielen verschiedenen Einflüssen, sowohl musikalischen als auch kulturellen. Leidenschaft trifft auf Balkan, Beats, Klassik und Originalität. Für all das steht das Royal Street Orchestra. Als Guerillakämpfer oder Kameltreiber verkleidet, begeistern die 9 Musiker, die aus den verschiedensten Teilen Europas stammen, ihr Publikum. Also ich habe in Bosnien bereits Musik gemacht, da habe ich Klavier gespielt und Gitarre. Ich war aber immer sehr vom Bass fasziniert. Und dann bin ich nach Wuppertal gekommen. Also wir sind aus Sarajevo geflohen und kamen eben nach Wuppertal, weil wir hier Verwandte haben, die schon länger hier leben. Und da habe ich so für mich irgendwie gesehen, boah, hier kann man ja was machen, ne? Also es gibt Leute, die das dann unterstützen. Ich erlebe das als absoluten Glücksgriff, nach Wuppertal gekommen zu sein. Und jetzt auf die Band bezogen, glaube ich auch, dass diese Band nicht, also in Paris oder New York nicht hätte entstehen können, sondern wirklich eben nur hier. Seit 3,5 Jahren machen die Mitglieder des Royal Street Orchestra nun zusammen Musik und haben im August diesen Jahres ihr erstes Album Visible at Given Temperature herausgebracht. Im Zuge des Album-Releases ging die Band auf Tour und kann bereits auf viele Konzerte im In- und Ausland zurückblicken. Für mich ist die Band tatsächlich eine Familie geworden über die 3,5 Jahre, die wir jetzt zusammen das machen. Und ja, es ist auch ein Lebensmittelpunkt. Also weil eben zusammenkommt der glückliche Umstand, dass man wirklich musikalisch sich ohne Einschränkungen verwirklichen kann. Und dazu aber auch wirklich irgendwie 8 oder 9 sind wir Freunde gefunden hat, die wirklich Freunde sind.